Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte euch auf eine Wanderung in die kleine Welt der Moose mitnehmen. Moose finden wir überall auf dem Lande, auf Steinen und Dächern, in der prallen Sonne, auf Bäumen, totem Holz und alten Baumstumpen, im Gras und im Schatten, auf feuchtem Boden und sogar in Höhlen existieren die lichtempfindlichen Leuchtmoose, deren Vorkeime bei einem bestimmten Einfallswinkel des Lichtes sichtbar werden. Moospflanzen sind vierzellige Landpflanzen, die mehr oder weniger gut an die Lebensräume auf dem Land angepasst sind. Das Dachmoos, ich benenne das Moos nach seinem Standort, erträgt die extreme Trockenheit in der sengenden Sonnenhitze und harrt bis zum nächsten Regen aus. Wenn es einmal auf den porös gewordenen Ziegeln Fuß gefasst hat, ist es kaum zu vertreiben. Das Waldmoos ist eher versteckt am Boden und zwischen den Gräsern. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.